So, weiter geht's. Weiter in dem Marsch gegen alle Gegner, die wir haben. Irgendwelche Bogen zu zerstören. Die Rammblöcke machen mir ein bisschen Angst, aber nur ein bisschen. Azul, Avenay. Ganz hier durch, gut. Weiter. Zerstör das mal. Azul. Avenay. Hier, Akleere. Avenay. Alide hatte mich. Nochmal mal. Helf den bitte, die werden abgeschossen. Warum muss ich euch eigentlich sagen, dass ihr eure eigenen Dorfbewohner beschützen sollt? Und ihr könnt es nicht selbst machen? Oh. Und da ist er tot. Ja, geil. Alter. Leg Wamar. Sabenay. Du bist gut. Avenay. Leg Wamar. Avenay. Folgungslimit erreicht. Ja, okay. Wir brauchen auch nicht unbedingt noch mehr Holzfäller, wenn ich das gerade sehe. Kommt ihr hier irgendwo durch? Nein. Ihr müsst das nicht mehr machen. Ich wollte nur was testen. Jetzt kämen wir hier auf der Brücke. Wir müssen doch eigentlich unsere Bogenschützen gut sein, oder? Warum sind sie es nicht? Wir geben, was wir können, um euch in euren Schlachten zu helfen. Okay. Wow.
Zack. Zack. Die brauche ich doch eigentlich nicht mehr. Ich meine, die Burgen outrangen jetzt die Schiffe. Und unsere Burgen machen extra Schaden gegen Schiffe. Die Türme sind wieder irgendwo eingebaut. In einem Haus drin. Okay, dann gehen wir hier durch und als nächstes kommen dann die Roten dran. Hallo? Reebok? Was soll das? Kommen die ganzen türkisen Schiffe hier hin, weil sie sich nicht mehr zu unserer Burg trauen. Gleich gegen die Roten zu kämpfen wird auch noch schwer. Zack, zack. Ihr Fährmann. Ihr Fährmann. Irgendwo Gold? Nee, Sand. Helf mal da aus. Ja, dann können wir hier, glaube ich, auch noch zumachen. Ich weiß nicht, ob das hier schon zu ist, aber egal. Sobald wir die hier ausschalten, haben sie auch keine mehr. Wenn sie auch keine Schiffe mehr produzieren. Und uns mit denen auf die Nerven gehen. Zuerst ein paar von euch holen wir mal Stein. Freunde? Ich hatte zu viele Nahkämpfer. Zu viele Nahkämpfer und das hat mir jetzt zwei Trieböcke gekostet. Also nicht gut. Okay.
So. Ja, das schaffen wir in dieser Folge noch locker. Das hier zu zerstören und dann kommt in der nächsten Folge irgendeiner der Roten dran. Die. Dann können wir auch das ganze Gold hier wiederholen. Komm. Stoppt den Rambock. Bitte. Das Gute daran ist, dass die sich ja von alleine immer heilen. Heil dich mal. Heil dich mal. Da, Herzlichkeit. Glorreichen Truppen haben Narbonne eingenommen. Ja. Allah sei Dank. Allah sei Dank. Ich meine, man könnte auch mir danken, weil ich es gemacht habe, aber... Wir geben, was wir können. Einen kurz zum anderen. Komm her. Oh. Wir müssen die Roten gar nicht machen. Das Ebro-Tal sind durch die Schwerter unserer glorreichen Armeen gefallen. Na dann. Doch wir haben keinen vollständigen Sieg errungen. Tariq und Musa waren gezwungen, nach Damaskus zurückzukehren. Ohne ihre Führung wird es schwer für uns, Asturien zu besiegen. Ja, ihr habt hier noch mich. Der Eroberungszug sieht düster aus. Ich werde die Ereignisse weiter aufzeichnen, doch ich fürchte... Unser Reich wird, wie viele Königreiche vor ihm, feindlichen Überfällen und inneren Zerwürfnissen zum Opfer fallen. Ja, je größer man wird, desto schwerer wird es, ein Land aufrechtzuerhalten. Technologie. Wirtschaft. Er hat nicht die größte Wirtschaft, sondern Rot. Okay. Zurück zur Karte. Schauen wir uns doch mal alles an. Oh, da wären wir sogar durchmarschiert. Die Burgen. Ja, je nachdem, wie viele Armee sie hatten. Okay. Aber so schwer waren die jetzt auch nicht. Haben wir hier noch? Jeder von denen... Nee. Ja, doch. Jeder von denen hat eine Reliquie. Da ist eine. Ja. 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 Die hatten sogar jetzt zwei Burgen. Oh. Oh. Verbündet, Einheimische. Hier mal noch eine Reliquie gewesen. Warum ist hier ein Marktplatz? Wahrscheinlich für die zum Traden. Okay. Oder für die Roten zum Traden, das kann ich mir vorstellen. Gut. Weil für uns war das nicht. Wir mussten uns ja hier durchschlagen. Und das sind die Hauptziele. Für uns war der Marktplatz bestimmt nicht. Dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Falls sie euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommentar da. Und hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.